jetzt hier ja, im Prinzip auf den Emulator, der vorne eingebaut ist, also auf diesem umgebauten Steuergerät, haben wir also, sehen wir zu jeder Zeit, ja, wo man sich befindet, in welchem Kinfell, also hier diese rot markierten Stellen, kann man halt sehen, da befinden wir uns jetzt gerade, ist jetzt gerade das Zündkinfeld, und ja, da kann man also im Prinzip dann auch online direkt nicht nur sehen, was los ist, wie viel Zündung er macht, sondern auch direkt ändern, wenn hier halt irgendwas nicht passt. Zweiter Gang ziehen wir durch. Das war jetzt der dritte. Jetzt nur noch. Das ist der dritte. Oh. Hat sich jetzt die Reifen durchgedreht? Ja. Oh, ey, du merkst das schon. Wie krass der. Also. Warum hat sich das nicht? Ich habe jetzt schon das Gefühl, obwohl der Turbo nicht richtig kommt, ich merke das schon. Ja, also. So. Das ist ja im Prinzip noch gar nichts, ja. Das war der dritte Gang damit. Der dritte Mann? Das war der dritte. Ja, du kannst ja gar nicht mehr nochmal fahren. Jetzt mit dem Wetter ist es so. Wenn wir fertig drin sind, dreht der dritte Gang auf trockener Straße durch. Ja. Ja, sicher. Das müssen wir mal probieren. Ich versuche ganz langsam. Ja, das war geil. Er sagt, boah. Ja, ich sag ja, da. Das war gut. Und das ohne Ladeluftkühler, ne? Das ist krank. Also. Das ist der dritte Gang so. Also ich hab den ja davor, haben wir ja gefahren, es war mit Augen Regen. Ja. Dritte Gang hatte voll Grip gehabt. Und sogar beim starken Regen. Weißt du noch, ne, Samet? Ja, weiß ich noch. Jetzt, wir hatten bei 4000, also bei 5000 war das, glaube ich. Das war ja da, wo wir die erste Strecke hatten, ne? Ja. Nicht die zweite, sondern die erste Strecke da. Ja, wir können ja jetzt hier sehen mit unserer geilen Anzeige, die wir hier drauf geklebt haben, was jetzt hier so, so dramatisch aussieht. Da haben wir jetzt, also wir haben zwei Ladedruckanzeigen, um ja, ermitteln zu können, wie ist der Druck vor- und nach Ladeluftkühler. Ja. Das haben wir jetzt alles noch so drin gelassen. Das war natürlich eigentlich nur für die Abstimmung, das kommt natürlich raus, ja. Aber jetzt siehst du, dass wir bei Vollgas, also hier im Saugrohr, schon über 2 bar haben halt, ja. Natürlich jetzt im Moment heiße Ladeluft, aber vorher hat es halt 0,7 bar oder so, das ist natürlich wesentlich weniger. Ne? Langsam mal. Ja genau, muss ja nicht unbedingt Sommer sein. Versuchen wir nochmal Sommer weg. Ja. Langsam, ich versuche langsam zu stehen. Mach ruhig Vollgas. Boah. Boah. Was ist das mit dir? Krank. Das ist ein Auto ohne Ladeluftkühler. Boah. Alter! Wie war's für dich? Ich hab das Gefühl gehabt, boah. Ich hab mal gerade abgebrochen. Und beim zweiten habe ich auch nicht ganz durchgedrückt. Bei zweiter hat er durchgedreht, da habe ich den dritten reingemacht. Das ist gar nicht richtig. Nein! Der hat doch keinen Grip. Also, dritte waren wir vielleicht bei 5,5. Ich versuche nochmal mit dem zweiten. Neuen Flügel an der Flügel. Der ist noch relativ gerade jetzt, der Strecke. Keine Chance. Ich versuche nochmal langsam. Also zweite dreht Hammer gut. Du musst mal Tacho sehen, Samet. Guck mal Tacho bitte. Ich kann mich ja kaum hier. Guck mal Tacho. Lass mal zweite einmal. Warte. Das ist der. Das ist ja hammergeil. Hast du Tacho gesehen? Ja, so gut ich konnte. Hier, versuch nochmal. Guck mal, ob du den so zoomen kannst. Das musst du sehen, oder? Das ist krank. Siehst du? Achso, warte, ist nicht gerade. Ah, scheiße, jetzt ist das Ding dann nicht. Ah, warte. Gleich. Das ist geil.
Ja, und jetzt ist die Frage. Ja. Wie viel Leistung schätzt du? Warte, das Leistung im Drehmoment. Kannst du eine Schätzung rausholen? Okay, das werde ich gleich machen, aber lass mich doch einmal. Einmal. Ja. Hey, Bruder, ich bin gerade so voll in meinem Film so. Bitte, einmal den Tacho. Ich liebe das. Ich will jetzt nur noch Regen fahren. Achte mal bitte auf den Tacho. Siehst du das jetzt? Ja. Achte jetzt auf den Tacho. Zweiter Gang. Ich beschleunige jetzt. Aber warte. Jetzt beschleunige ich. Ja, was ist das, Bruder? Das ist ja hammergeil. Low Boost. Das ist Low Boost. Das ist eigentlich nichts. Krank. Bruder, das ist, ey, mit dem dritten Gang dreht er schon durch. Das ist krank. Dritter Gang. Aber hier kommt gleich ein langer Grab nach der Rechtskurve. Nach der Kurve, dann kommt noch eine ganz kleine Kurve, aber dann ist eine relativ lange gerade. Am besten auch nicht, ja. Nicht dritte? Ja, doch, mach mal. Einmal, also einmal zweite und dritte. Sag mal, kannst du nochmal Tacho filmen? Warte. Einmal nur Tacho filmen. Machst du? Ja. So nah ich kann. Okay. Sagt er, wir haben 300 PS und ich schätze mal so 350 Euro. So schätze ich. Was sagst du, Samet? 300 hast du nur gesagt? Ich sag 300 PS, 350 Euro. Also wir lösen es gleich auf, aber... Weil eigentlich hatte ich ja das Gefühl, vor all dem, ne, wo ich gedacht habe, okay, 300 ist da drin. Also das Gefühl hatte ich jetzt, bevor wir all das hier gemacht haben. Okay. Wie? Jetzt? Ja, ja, aber du hast aber keinen Grip. Du hast aber keinen jetzt habe ich das Gefühl, der hat deutlich mehr als 300. Was? Ich habe jetzt das Gefühl, der hat auf jeden Fall deutlich mehr als 300. Ach, du hast deutlich mehr. Er sagt das so, du hast es so rübergebracht, dachte, es ist jetzt viel schlechter. Nein. Er hätte ja mal dagegen gekriegt. Nein. Sorry, ich muss das auch noch verarbeiten. Also ich sag 300 PS, 340. Das ist meine Einschätzung. Du bist schon gar nicht so schlecht mit deiner Einschätzung. Ja. Also will ich so behaupten, weil... Also ich weiß nicht ganz genau aus dem Kopf. Müssen wir gleich nochmal gucken, weil wir halt mehrere Messungen gemacht haben. Aber ich meine, es wären knapp über 320 PS und 300... Ich weiß nicht genau, aber 380, 390 Newtonmeter. Oder ich muss mal ganz kurz hier stehen bleiben. Ich muss ganz kurz hier stehen bleiben. Ich muss dir einmal nur was sagen, Bruder. Einmal, ich will dich einmal umarmen. Einmal umarmen. Ehrlich. Bruder, Respekt. Respekt. Ehrlich, Respekt. Hut ab, Bruder, Hut ab. Was ist das? Was ist das, Bruder? Baust mal deinen Ladeluftkühler ein und dann machen wir das mal richtig. Ehrlich, Respekt. Das ist ja, mit dir Respekt. Das ist ja im Prinzip noch gar nichts. Ja, das ist ja das Hammerste. Und ich weiß, dass da noch viel mehr kommt. Das muss ich mal schnell machen. Also, der fühlt sich aber viel mehr an, ne? Bruder, ganz ehrlich, das Ding ist. Ja, aber das ist ja, gut, warum das ist jetzt klein auch ist. Ne? Ein relativ kleines Auto, leicht, ja. Das aber macht das natürlich. Schade, dass es nicht trocken ist. Ja. Ich hoffe mal, dass es morgen ein bisschen trocken ist. Aber ich muss mehr. Ich merke schon, Bruder. Ja, du musst halt vorsichtig sein, ne? Also jetzt hier Dauervollgas und Laufkühler ist... Ich merke es jetzt, ist schon zu warm geworden. Ja, der hat jetzt schon wesentlich weniger Leistung als gerade am Anfang, ja. Boah, also
Also aber am besten nicht übertreiben, also der Motor ist schon kaputt, ja. Ja, ja. Nee. Hat jetzt gerade schon Zündung zurückgenommen, aber... Du hast jetzt währenddessen das Auto... Er hat korrigiert. Wir haben schon wesentlich weniger Zündung gemacht und fetter auch, also dass er insgesamt fetter läuft. Aber er hat trotzdem gerade noch Zündung zurückgenommen. Ich meine, ist auch klar, ja, die Ladung wird immer heißer. Je länger du auf dem Gas bist, desto heißer wird die ganze Geschichte. Ne? Einen Gang mal durchziehen, kein Problem, aber dann... Ja, ja, wir haben jetzt ein bisschen übertrieben, aber auch für euch und für mich. Und ich bin geflasht, ehrlich. Obwohl wir diese Probleme haben, dass du nochmal sowas rausgeholt hast, aber so... Respekt, Bruder, ehrlich. Respekt. Ja, ich habe es vorhin auch schon gesagt, glaube ich. Wir haben ja die Messung gemacht vor und nach Ladeaufkühler. Ja. Mit eingebauten Ladeluftkühler konntest du jetzt natürlich nicht fahren, weil er ist ja jetzt ausgebaut, aber er war da auch schon schneller als mit dem anderen Steuergerät. Aber da hat auf jeden Fall nicht so viel Kraft. Also es waren glaube ich 240 PS und 300 Newtonmeter oder so. Also bei dem alten, mit dem Ladeluftkühler. Mit Ladeluftkühler, ja. Das war also alles, was die 100 PS hat er verschluckt. Ja, fast 80 PS etwa. Ja. 80 PS und 90 Newtonmeter, glaube ich. Ich meine, man kann das ja jetzt noch nicht mal direkt vergleichen. Ja? Das ist ja noch ohne Ladeluftkühler. Man müsste jetzt den Vergleich machen von dem Schrott-Ladeluftkühler zum vernünftigen Ladeluftkühler. Also dann hätten wir eigentlich einen vernünftigen Vergleich an Leistung. Das ist ja jetzt im Prinzip eigentlich kein richtiger Vergleich. Ja? Aber das ist schon echt traurig, dass man ohne Ladeluftkühler ein deutlich schnelleres Auto hat als mit. Also das, ja, okay, das hat jetzt deutlich mehr Luftmasse, aber das wird ja auch deutlich schnell heiß. Ja, deshalb, also wegen der Temperatur. Also das ist echt traurig. Ja, kannst du da sehen, wie viel Grad wir nichts haben? Deine Lufttemperatur? Ja, also. Vielleicht können wir ja nochmal drücken. Es kühlt ja relativ schnell danach wieder ab, aber. Kann sicherlich nochmal Gas geben. Aber die Ladelufttemperatur steigt hier ratzfatz auf über 50, 60 Grad, ja. Und in Wirklichkeit ist die Temperatur wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Das ist jetzt nur durch die Trägheit, dass er nicht so schnell misst. Ja. Also ich bin gerade voll verliebt. In dich und in das Auto. Oder ehrlich. Respekt. Und ich weiß ja noch, du weißt ja, unser Ziel ist mehr, aber das ist schon krank. Das hier ist schon krank. Das ist ja auch nur ein Zwischenergebnis. Ist ja zum Einfahren und bis ich die Menge behebe, danach gibt es ja die Endstufe, das weiß ich. Und vor allen Dingen auch zur Motivation, ja, weil man immer noch schraubt und keine Motivation hat, dann hat man nicht so die Motivation weiterzumachen. Ja. Aber ich will, also lass uns mal morgen mal hoffen, oder übermorgen, dass wir eine trockene Stelle haben. Weil ich möchte einmal mit den zweiten und dritten einmal besteuern. Weil das ist krank. Weil dann merkst du erstmal die richtige PS und richtige Newton. Ja. Aber Bruder, obwohl er so durchdreht, merkst du das schon. Das ist krank. Weil davor in Starkregen hat er nicht so. Er hat nur ganz kurz. Und dann hat er genommen. Aber das unmöglich. Ja, stimmt. Unmöglich. Ich sag dir, das braucht nur leicht feucht sein, Samet. Ja. Das wird, du weißt ja, davor war es ja auch leicht feucht. Jetzt ist es ja richtig regen. Jetzt hat es sowieso vergessen, zwei Kilometer durchzudrücken. Ja, ich freue mich dann auch auf die Strecke wieder. Boah. Weil wir hatten ja die Vergleiche. Also ich sag wie dir, wie der war. Ne? Das ist krass. Ehrlich mit dir. Ja, ich bin gespannt, wenn das Auto dann richtig läuft. Das wird lustig. Also wenn wir... Achso, was ich dich unbedingt immer fragen wollte. Können wir hier einen Launch Controller einbauen? Also das Steuergerät kann das noch nicht. Kann das nicht, okay. Prinzipiell funktioniert das schon, aber... Ja. Also meine Empfehlung ist eigentlich immer, wenn man gerade so Umbauten macht mit mehr Leistung, so dann schon auf die neue Generation, also auf die neue 1HT Steuergeräte-Generation zu bauen, das ist die ME7.
Also so aus dem AOQ, ja. BRM, sowas halt, also nach Baujahr 2000. Ja. Der Aufwand ist auch nicht so groß eigentlich. Und das Einzige mit dem großen Aufwand ist halt das E-Gas, also du brauchst E-Gas halt, ne? Ah ja. Aber, ist das geil? Ja, knallt ein bisschen. Wir haben die Schubabschaltung so ein bisschen deaktiviert, damit es ein bisschen knallt. Ja, ich schon, ja, ich schon. Ich dachte, du bist ja, ein Freund davon. Ja, was wollte ich sagen? Achso, genau, wenn du die auf die neue Steuergerätegeneration baust, heißt, da sind alle möglichen Spielereien möglich, also gibt es ohne Ende Möglichkeiten. Ja. Und vor allen Dingen ist es da auch noch möglich, die Abstimmung ein bisschen sauberer hinzubekommen. Ja. Ja, die haben halt auch schon Breitbandlambda-Sonde und so. Ja, so ein bisschen sicherer auch, ja. Aber es funktioniert auch immer, ja. Das ist ganz genau, wo ich meinen Wagen hinschicken will. Ja. Ja, definitiv. Definitiv. Also, wenn mich einer fragt, Jonas, empfiehlst du mir einen Chipper? Ich würde sofort mit dir. Auf jeden Fall. Ehrlich. Was du hier rausgeholt hast, jetzt schon, und ich weiß, dass wir überhaupt nicht in unserem Ziel ist, das ist einfach die Einfahrphase, das ist Respekt. Das kriegen keine Chipper. Also, ganz ehrlich, ein anderer Chipper wird nicht mal das erreichen. Nicht mal das, wo wir jetzt sind. Ja, es gibt auch andere fähige Leute, so ist es nicht. Aber ich weiß, ja. Ich weiß, dass auch viel... Bei hier rechts. Ja, genau, hier rechts. Dass auch viele dabei sind, die... Oder genau so ist es. Viele sind dabei, die nur reden und reden, reden. Und wenn es darauf ankommt, du sagst, ey, hör mal, er muss abgechippt werden, der muss abgestimmt werden, dann sind die auf einmal, nee, muss ich den fragen, ach, der hat keine Zeit. Weißt du, das ist dann halt... Du warst ja, was ich schon Hammer fand bei dir, dass du gesagt hast, nein, Jonas, ich mach dir das nicht. Der Wagen ist nicht, Dings, nicht verstärkt. Damals habe ich schon gesagt, der Typ ist Hammer. Ehrlich. Weil ein anderer hätte das genommen, hätte das gemacht, hätte sein Geld in die Tasche gesteckt, ist doch egal. Hätte da vielleicht sogar eine Software drauf gemacht, der schon, was weiß ich, in 1000 anderen Autos war, weißt du, und hätte dich so vom Hof rausgelassen und du hättest dann... Dann hätte er einen Motorschaden, dann würde ich das nicht jucken. Er ist halt am Ende auch keinem geholfen, wenn so ein Motor, also die 1.8T halten eigentlich alle etwa 400 Newtonmeter ist etwa Schluss. Also 400 ist schon ein Risiko, da sind die schon, ich sag mal, das, was wir jetzt hier gemacht haben, würde auf dem Serienblock vielleicht noch funktionieren, aber man kann es nicht garantieren, ja. Ein bisschen mehr Drehmoment, noch 20, 30 Newtonmeter mehr und das ist eigentlich schon... sicher, dass der Motor kaputt geht, dann ist nur die Frage, wann überlebt er die Abstimmung noch oder eben nicht. Und am Ende ist halt immer die Diskussion da, warum ist der kaputt? Und sind dann halt viele, die dann halt gerne schnell sagen, ja, war der Abstimmer so. Und dann gerät man halt in Diskussion. Ne? Die Diskussion will ich halt vermeiden und ich denke, es hat keinem geholfen, wenn... Nein, also du bist ehrlich, Bruder. Das ist das auch. Ehrlich, du bist ehrlich, du machst das nicht. Das war schon für mich ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Weißt du, ehrlich. Weil ich war ja davor so doof und habe hier einen gesucht, der das macht. Ne? Und du glaubst gar nicht, wie viele Leute ja gesagt haben. Ja, ich weiß. Ne? Da kam es ja nicht dazu. Dann kamst du dann. Aber noch mal verlieben, wenn ich auf trockene Straße bin, das weiß ich. Ja, trockene Straße geht auf jeden Fall ein bisschen mehr nach vorne. Ne? Und der noch mit Semi-Sticks. Krank. Echt krank. Also mir ehrlich, Respekt, Bruder. Langsam ist er auf jeden Fall nicht. Also 325 PS, 36 Newton. Nee, 358 Newton. Und genau. Und das ist einmal Motorleistung unkorrigiert und dann 325 ist korrigiert. Die sind natürlich ein bisschen nach unten korrigiert, weil als wir gemessen haben, hatten wir eine Außentemperatur von 2 Grad. Achso, und das ist ja vorher. Das, ne? War mit Ladeluftkühler. Das war mit Ladeluftkühler. Achso. Ja. Guck mal, wie viel PS der verschluckt hat und wie viel Newton.
Das ist schon krass. 278 Newtonmeter ja. Und 200. Krass. Du siehst das hier nochmal. Mit Ladeluftkühler, ohne. War das richtig, ne? Genau, ja, die gestrichelte ist vorher. Ist alles vorher und ja, die durchgezogene Linie ist also nach dem Umbau, also beziehungsweise Ausbau des Ladeluftkühlers. So, das ist jetzt low. Wir sind bei 2 Bar und das ist low. Also ungefähr bei 2 Bar, ne? 1,8. Ja, genau, das ist jetzt 2 Bar, wobei man das nicht so ernst nehmen kann, weil wir haben ja so heiße Ladelufttemperatur, genau. Wir haben die Zündung extrem zurückgenommen. Also genau. Normalerweise sollten wir, ich denke, wenn wir fertig sind und einen anderen Ladeluftkühler drin haben, bei etwa 1,6, 1,7 Bar schon über 400 PS haben. Das heißt also mit weniger Ladedruck mehr Leistung. Ja, jetzt haben wir jetzt mehr Ladedruck, aber wir haben alles untergeschraubt. Genau, das ist jetzt nur, ja. Ja, es ist aber auch schon glücklich. So, ich werde jetzt ein paar Sachen erneuern an dem Fahrzeug und dann sehen wir uns wieder. So machen wir das. So machen wir das. Ja, ich muss ja die Laderohre machen, Ansaugung muss ich machen, mit der Abdichtung von den Düsen werde ich machen. Und das, was noch? Was muss ich noch machen? Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, das sagst du mir dann. Das hast du auf jeden Fall schon aufgezählt. Ich schicke dir Zündkerzen, Zündschwulen mache ich auch noch mit dir. Da haben wir die neuen schon drin. Oder soll ich die erstmal lassen? Du kannst die lassen. Also diese TFSI-Zündspulen, die neuen, die sind ein bisschen besser. Aber es funktioniert auch mit denen. Ja, ich habe die jetzt da. Wenn nicht, würde ich. Aber wegen Zeit nicht. Wenn ich das Zeit nicht schaffe, mache ich das. Genau. Ansonsten, wie gesagt, ich versuche dir das auf jeden Fall nächste Woche hinzutun. Ja, natürlich sollst du den Weihnachten nicht arbeiten, aber. Ich tue das schon mal jeden, dass du den schon mal hast. Und wir werden das Ganze machen. Ich muss einfach noch mal Danke sagen, Bruder. Kein echt Problem. Geile Arbeit. Und du hast mir noch Schubabschaltung gemacht. Und das wird sich echt pervers geil machen. Ehrlich. Bum, bum, bum. Das ist krass. Das machst du aber auch, ne? Schubabschaltung. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich möchte nur Schubabschaltung. Und du machst das. Ja, der Trend ist ja schon relativ lange da. Ja, ist immer noch. Bruder. Wer liebt das nicht? Wer liebt das nicht? Also. Machen wir auf jeden Fall bei allen Autos, wo es geht oder wo ich es kann, kein Problem. Aber ja, wenn da jemand Interesse hat, dann einfach anfragen. Ja, ne? Instagram. Das, was du jetzt schon bei dem Lupo gemacht hast, obwohl wir wissen, das ist nicht Endstufe, das muss ich sag das immer wieder, das ist schon krank. Respekt, Bruder, ehrlich. Ja, alles klar. Und wie gesagt, freut mich auf jeden Fall. Ich gehe jetzt. Spaß gemacht. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Euer Kfz-Prinzip, bis dann.